Was wäre, wenn? Was wäre, wenn Supermans Rakete in der Sowjetunion gelandet wäre? Was wäre, wenn die Justice League sich in der Zukunft auflöst? Und was wäre, wenn Batman in einem noch düsteren Gotham des 19. Jahrhunderts Jack the Ripper gejagt hätte? Wir alle stellen uns gern solche oder ähnliche Fragen und durch DC Elseworlds werden sie alle beantwortet. Jedoch, was ist DC Elseworlds eigentlich? Hey, ich bin der Redman. Und heute soll es mal um ein Thema gehen, welches ziemlich umfangreich ist. Jeder, der sich halbwegs für die Helden und Geschichten aus dem DC-Universum interessiert, hat sich schon mal derartige oder ähnliche Fragen gestellt. Ich meine natürlich Fragen wie, was passiert, wenn man den und den Charakter mit dem anderen fusioniert? Oder was passiert, wenn man einen Charakter in eine andere Epoche oder Zeitlinie steckt? Oder was passiert, wenn es Parallelwelten gibt? Es gibt so viel Interessantes zu spekulieren und ich glaube, jeder spekuliert gern über derartige Themen. In herkömmlichen Geschichten weiß man oft schon vorher, wie sie aussehen und was einen erwartet. Es geht nun mal um die alltäglichen Situationen, die einer oder mehrere Helden erleben und bestehen müssen. Bei DC Elseworlds sieht das jedoch anders aus. Die Geschichten sind individueller und meist viel interessanter, da sie sich nicht an die jeweilige Kontinuität eines Helden halten müssen, sondern auch mal Platz für Veränderung schaffen. Und bevor wir jetzt zu ausschweifend werden, erkläre ich einfach gleich das Konzept von DC Elseworlds und wie es begann. Talk. Schon vor sehr langer Zeit erschuf DC ihr eigenes Multiversum. Es wurde erklärt, dass innerhalb des Multiversums viele unterschiedliche Parallelwelten existieren, auf denen auch unsere Helden, aber in leicht abgewandelter Form, existieren. The Flash führte damals das Multiversum ein. 1961 erschien die US-Ausgabe 123 von The Flash, in der er auf Jay Garrick, den 1940er-Jahre-Flash, trifft und sieht, wie er auf seiner Welt als The Flash fungiert. Um dies zu erklären, wurde die Existenz mehrerer Universen, die sich zwar ähnlich sind, aber trotzdem unterscheiden, bestätigt. Unsere bekannten Helden befinden sich somit auf Erde 1, währenddessen die 1940er-Jahre-Helden sich auf Erde 2 befinden. Hierzu gehört auch die JSA, die Justice Society of America, welche in den 1940er-Jahren zum ersten Mal auftrat und das erste Superhelden-Team der Comic-Geschichte ist. Außerdem führten sie auch viele Charaktere ein, die wir selbst heute noch kennen. We're the Justice Society of America. And you're coming with us. Aber hey, das DC-Multiversum und seine unterschiedlichen Erden ist ein Thema für sich. Also, wenn ihr Bock drauf habt, dass ich auch ein Video dazu mache, dann lasst es mich einfach in den Comments wissen. Jedenfalls folgte dann das Ende des DC-Multiversums 1985 mit dem Event Crisis on Infinite Earth. Zumindest das vorzeitige Ende. Doch DC veröffentlichte weiterhin Geschichten, die außerhalb der eigentlichen Kontinuität funktionierten und stattfanden. Anfang der 90er entschied sich DC aber, für solche und ähnliche Geschichten das Label DC Elseworlds ins Leben zu rufen. Damit sollte jedem Leser klargemacht werden, hey, es ist eine DC Elseworlds Geschichte, bedeutet sie spielt abseits der eigentlichen Kontinuitäten, du kannst sie auch abseits der Kontinuität lesen. Ihr denkt euch jetzt sicher, gut, dann weiß ich ja in Zukunft, welche Geschichten zu DC Elseworlds und welche zum eigentlichen Kanon gehören. Naja, im Grunde stimmt das schon, jedoch wurde das Label nicht immer konsequent auf jedes Cover gebracht und selbst die erste Ausgabe von DC Elseworlds hat das Label nicht auf dem Cover. Da fragt man sich doch fast, wer war da so faul? Die offiziell erste DC Elseworlds Geschichte ist die hier. Batman Gotham by Gaslight. Wie ich finde, richtig cooler Titel und auch richtig coole Story, wenn auch ein bisschen zu kurz. In Batman Gotham by Gaslight geht es um einen Bruce Wayne, der im Jahre 1889 von seiner Ausbildung in Europa nach Gotham wiederkehrt und sein Doppelleben als Batman beginnt. Zur selben Zeit taucht der berüchtigte Frauenmörder aus London, Jack the Ripper, in Gotham auf. Es kommt, wie es kommen muss. Bruce wird verdächtigt, der Ripper zu sein, weil man die Tatwaffe des Rippers bei ihm im Haus findet. Er landet vor Gericht und wird zum Tode verurteilt. Bevor die Strafe vollzogen wird, landet er jedoch in einer Zelle. In dieser findet er nach und nach raus, wer der Ripper wirklich ist. Mit der Hilfe seines Butlers Alfred schafft er sich zu befreien und als Batman den Ripper aufzuspüren und aufzuhalten. Wie eben erwähnt, ist die Geschichte unfassbar gut geschrieben und auch sehr gut gezeichnet, jedoch viel zu kurz und hätte einige Seiten mehr gut ertragen können. Neben dieser recht bekannten Geschichte gibt es auch noch einige andere Klassiker, zum Beispiel Kingdom Come. In dieser Geschichte treffen wir auf ältere Versionen unserer bekannten Helden. Die Justice League ist Geschichte und eine neue Generation von Superhelden muss her. Diese jedoch ist so rücksichtslos, dass sie zu einer Bedrohung der Menschheit werden. Der gealterte Superman schreitet ein und bringt im gleichen Zug auch die Justice League wieder zusammen, um wieder Ordnung zu schaffen.
sperrt schließlich alle Superhelden der neuen Generation in ein riesiges Gefängnis ein. Doch es kommt noch schlimmer. Intrigen, Grabenkämpfe und sogar Tote sind die Folge. Es kommt zu einer riesigen Schlacht, nach der sich niemand mehr einig ist, ob es besser ist, die Menschen oder die Helden draufgehen zu lassen. Superman ist verzweifelt. Kingdom Come ist eine riesige Geschichte, die zeigt, wenn unsere Helden mal in einer derartigen Krise stecken, sie eigentlich auch nur selbstverliebte Götter sind, die sich bewusst von den Menschen abgrenzen. Es geht um die Frage, ob es legitim ist, für die gute Sache zu töten und mit seinen Idealen zu brechen. Eine unfassbar interessante Story, die übrigens von Alex Ross gezeichnet wurde, was man auch sehr gut an dem sehr realistischen Grafikdesign oder Zeichenstil sehen kann. Aber eine Story hätte ich da auch noch für euch. Superman Red Son. In dieser Geschichte geht es um einen Superman, der nicht in Smallville, sondern in der Sowjetunion landet und dort großgezogen wird. Unser strahlend blauer Held wird zu einem Kommunisten. Nach dem Tod Josef Stalins übernimmt Superman die Führung über die Sowjetunion. Zunächst sträubt er sich gegen Politik, wird dann aber zu einem totalitären Despoten. Die USA ist gegen Superman machtlos und die ganze Welt wird nach und nach kommunistisch. Es tauchen auch Figuren auf wie Batman, Green Lantern, Lex Luthor und Wonder Woman. Superman Red Son finde ich persönlich sehr interessant, weil sie eigentlich nur einen Faktor umdreht und plötzlich sich richtig viel ändert. Und außerdem ist diese kalte Krieg-Thematik ziemlich spannend. Zusätzlich muss man sagen, dass Superman hier keinesfalls ein Bösewicht ist, sondern einer anderen Ideologie folgt als andere. Wie ihr merkt, gibt es unfassbar viele und unterschiedliche Ansätze in diesen vielen Stories. Und auch wenn nur noch wenige Geschichten derartig zurzeit erfunden werden, gibt es immer noch unterschiedlich viele und immer mal wieder neue kleine Ansätze, die DC Elseworlds für mich immer wieder interessant machen werden. Bestes Beispiel ist zum Beispiel Gotham City Garage. Eine Geschichte voller Motorräder, Tattoos und coolen Neuinterpretationen von unseren Helden aus dem DC-Universum, die gerade erst in den USA an den Start ging und in mehreren Heften erzählt wird. Ich warte dann mal, bis wir auch hierzulande Gotham City Garage lesen können. Und bis dahin hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat und ihr einiges mitnehmen konntet. Guckt auf jeden Fall auch mal in der Beschreibung, da habe ich noch einige Links zu dem Thema reingepackt. Dort könnt ihr noch einiges nachlesen, wenn ihr wollt. Und mir haben sie auch persönlich sehr geholfen bei der Recherche für dieses Video. Und deswegen will ich sie euch auch nicht vorenthalten. Das war's dann auch mit diesem Video. Ich hoffe, ihr schaltet in Zukunft wieder ein bei mir, den Nerdman.